Ist die Lage bei Herbert in der Liga alles lame? Was gibt's sonst noch so zu reden und wer ist gerade fame? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ahnung. Strick los, man. Warum sind deine Flows so, so kacke, Warum ist dein Verein so, so weg? Warum kriegen wir nichts gefragt und warum fahrt du richtig Ein Hype-Train, ein Hype-Train fährt hier gerade rum. Ein Hype-Train ist gerade losgefahren. Ich danke euch. Ihr seid einfach geil. Nämlich, was jetzt? Was jetzt los? Ach Scheiße, es kommt davon, wenn man so ohne Brille irgendwelche Knöpfe, Knöpfe drückt. Denn, nämlich, ich wollte noch sagen, genau, Dennis, du geile Sau, Dennis ist schon am Start, ey, der sich ganz toll beeilt hat, um heute den Stream mit uns zu machen, mega, jetzt geht er schon wieder, ähm, hat schon im sechsten Monat abonniert, die geilste Sau, Werner Wuchtig, Küsschen, ähm, auch im sechsten Monat, wow, hau endlich den Song raus, sorry, habe ich immer noch nicht geschafft, stimmt, 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 stimmt. Smoking Sherry Zar, 100 Bits gecheert. Kuss auf deine Augen. Funktionsloser Topmanager Freddy. Rip Marder. Du hast zwar alles gegeben, es hat aber trotzdem nicht gereicht. Oh Mann, Scheiße, du hast recht, ey. Hör doch auf, der Marder. Ah. Oh. Marder. Hört sich auch an wie so eine Rechtsrock-Band. Marder auf Tour. Ähm. Funny Boy, hahaha, <laughs> 6,5, ha oh, haho. Hey Diggy! Äh, hat für einen Monat auf Stufe 1 abonniert. Ey, du bist im ersten Monat hier dabei. Du bist ja der Geilste. Welcome! Welcome to the Pleasure Dome. Ich bin fertig wie Hulle. Ich war nämlich gestern bei Pantera äh, in der Verti Music Hall mit einem Kumpel. Ich bin nicht dazu gemacht, mir in der Woche irgendwelche Konzerte mir anzugucken. Es war einfach legendär. Aber ich war heute, also als der Wecker geklingelt hat, ich war mir hundertprozentig sicher, es ist Wochenende und ich Idiot habe den, äh, den Wecker nicht ausgestellt. Irgendwie völlig daneben. Jetzt habe ich mich irgendwie durch den Tag gekämpft und schnell noch Pizza unten gemacht, damit ich jetzt mit euch endlich wieder mal einen Stream machen kann. Ähm. Yes. War mega auf jeden Fall, Pantera. Scheiko. Aus der Felicio Bubble kommst du. Na dann. Ich weiß nicht, ist das gut oder schlecht? Natürlich ist das gut. Felicio, der alte Disser, Liebe Grüße von mir an ihn, wenn du ihn heute oder morgen siehst. Bitte. dann hat 100 Bits gecheert. Ein HOH auf unsere Lizenz, aber sowas von. So, der nächste hype chain nähert sich schon wieder. Ihr könnt ihn schon tschuff, tschuff, tschuffen. Und deswegen schalten wir doch mal unseren Schatz dazu mal schauen, ob man ihn hören wird, wie die Verbindung ist. Da wird noch kurz gescheitelt. Der Scheitel gerichtet. Es gibt ein neues Trikot. Und da ist er! Dennis! Hau oh he! So Dennis, du geile Sau! Was hast du denn bitte für ein... Für ein ist ein Griechen? Wow. Ah, Park äh, ist Athen, oder? Thessaloniki. Thessaloniki, sehr gut. Sag mal, ist wo, wie, wo, wo ist dein Mikrofon? Direkt vor mir. Aber nee, nee, das ist nicht an. Okay. Be, be, sprichst du über. Hast du Lappi oder, oder Handy? Ich hab Laptop. Laptop, dann ist es, glaube ich, Laptop-Mic. Da werden die Leute wieder meckern, vor allem äh, HK. Ich habe schon HK ähm, gerade gesehen, dass er einen Kommentar geschrieben hat. Der wird wieder sagen, Flo, du unfähiger äh, Tontechniker. Äh, ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Aber äh, du hast doch auch ein Mikrofon an deinen Kopfhörern, oder? Ich, ich begrüße ja. erstmal eine Runde. Ich begrüße erstmal eine Runde. Tim, denn Diggi, Tag auch. Trinkbert. Da, da raus, euer Fredi, finde ich sehr gut. Warum gibt es immer diese miese Musik? Tja, Trinkwert, das. Weil ich die selbst gemacht habe, ist die so mies. Haha! <laughs> es ist doch Fahrstuhlmusik. Ähm, da habe ich schon begrüßt. Mahu Diggi. Hahuhe äh, nach Köpenick. Na, ne? Gruß und ein Eisern an die geile blau-weiße Hertha Spacke. Sehr geil. Danke, danke, danke. Grüße gehen zurück. Buddy Pump, Tag, Airtime, Flo. Küsschen. Mikado, guten Abend. Äh, Lars Hauhe natürlich, unser alter Investor ist am Start. Hau da nochmal ein paar Millionen rein, Lasi Boy. Hier kommt der Genuss, Tommy, guten Abend. Sehr, danke, danke, danke. Heute haben wir was Rotes angezogen, extra für Mahut. Boah, sind viele schon da, Wahnsinn. Scheiko, Jakob, Moses, Genesis, geiler Name. Ähm, ja, HK. Die Tauchfilme hast du auch noch nicht geschafft. Stimmt, es gibt jetzt einen eigenen Tauchstream, wenn ich es schaffe. Silver Bullet, gleich zwei so Top-Manager in einem Stream. Wo gibt es denn sowas, ey, du Arsch? So, mal schauen, wie es aussieht. Sag doch mal was, Dennis. Ja, sag du mir, ob du mich gut verstehst. Nee, aber ist egal. Leute, hör, hören wir Dennis laut genug? Irgendwie, das Mic scheint nicht zu gehen. Was machen wir da? Sagt mal Bescheid oder ich mache mich leiser. Da müssen alle einfach lauter machen. Schreibt doch mal bitte in den Chat, Leute. Oh, ich auch. Irgendwie. Curly Sue, es tut mir leid. Ich habe, äh, es war, äh, es war witzig. Ich war gestern bei Pantera und zwar habe ich, äh, ich fahre am Freitag zum Hurricane <laughs> Festival. Ich geh mal und, kurz raus. Okay und dann kommst du gleich wieder rein. Und äh, da habe ich äh, die Karten gesucht, weil ich mit einem Kumpel hingehe und der äh, geht mit mir zu Teppichmord. Mode. Ach, lange Geschichte, bla, bla. Auf jeden Fall habe ich in meinem Kartenschubfach geguckt und finde so Pantera-Karten und denke so: Krass, stimmt ja Pantera, wann spielen die denn? Heute. Scheiße, was? Hatte null Bock dahin zu gehen. Äh, habe dann meinen Kumpel angerufen, mit dem ich die K äh, Karten damals geshoppert habe. Und der meinte auch so, öh, was? Und dann sind wir aber schön erstmal zum äh, Ösi gegangen, Anna Rewala, und dann ganz nice Sitzplätze in der Halle und haben uns das richtig cool reingezogen. Ja, deswegen ist der Stream gestern äh, auf heute verschoben worden. Ich habe bloß vergessen, leider euch Bescheid zu sagen. Sorry, sorry, sorry. Thorsten BVB, Tach, hast du den Schock gut verdaut der Meisterschaft, der äh, eben keinen Meisterschaft. Dann mach dich mal leiser, sonst ist einer laut, der andere leise. So sieht's aus. Ja, 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 ja. Schmeckt, schmeckt, schmeckt. Ja, Werner, wurscht ich, ich kann leider da wenig machen. Vielleicht hat er ja gleich das Mike an. Yes, ey, Cowboys from Hell. Wir waren Cowboys from Hell und haben sie so auch gespielt. Aber da waren wir leicht lustige Leute. Es war wie so altes Treffen und vor allem so ey, mega die alten Heavy's. Die Vorgruppe war so eine Heavy Metal kombo Es war wirklich ähm, zum absolut Ablachen. Ja, meins klingt gut. Mal schauen, was äh, Dennis gleich sagt. Ich hoffe, er kommt gleich wieder. Wie geht's euch denn, Leute? Es gibt wenig Neues, oder? Ich meine Sommerpause, was soll man da groß sagen? Die Vorfreude steigt? Ja, ich weiß, Thorsten, aber vielleicht nächstes Jahr wird es besser. Auf jeden Fall Glückwunsch für, ich glaube, 100 Millionen Euro für Jude Bellingham. Was für ein Deal, wahnsinn, wahnsinn, wahnsinn. Ja, der hat ja gar keinen Discord. Der muss nur das Mike ankriegen. Ich glaube, er hat es gar nicht an. Kabwu, Kabu. Kabivu. Was sagst du zu Gears Back? Na, finde ich geil. Ähm, finde ich geil. Mal schauen. Ich habe ihn ehrlich gesagt nicht so richtig weiterverfolgt. Ich habe ja, er hat ja ein geiles Spiel. Ich glaube, das war sogar gegen Dortmund. Da hat er ein richtig gutes Spiel gemacht und es, dann hat er, aber kein, er hat sich, glaube ich, danach verletzt. Und das Spiel war geil. Ich weiß noch, dass er mega traurig war, dass er äh, gehen sollte. Und deswegen äh, freue ich mich, dass er wieder da ist. Scheint ja richtig cool zu sein. Ja, das Licht geht, aber es ist nicht angestöpselt. Äh, Im Sommer mal nebenbei. Ein Bier, ja, richtig. Ja, wollten wir mal machen, Thorsten Diggi. Wollen wir mal machen? Mal schauen, wann wir unsere Streams machen. Vielleicht machen wir einfach mal ein, ein Community-Treffen im Biergarten. Das wird doch geil. Das einzige, was er für die Herren gemacht hat, da ist Dennis wieder, wie auf dem Punkt. Hallo. Da ist er wieder. Oh. Aber ich habe es jetzt über Handy angemacht, weil mein Handy äh, Laptop gar nichts zu machen. Wie geil! Keine aber Ahnung. du klingst ja gleich blendend, mein Freund. Verstehst du mich gut? Ja, sehr gut. Verstehst du mich? Ich verstehe dich auch super. Ah, wir verstehen uns immer so gut, Dennis. Na, wie geht's? Ja, Mann, ey, ich, du Armer, was war denn da los? In eine, Pokern, oder? Ja, eine großartige Erfahrung sicherlich gewesen, World Series, aber... Nee. Nur WPT. WPT, okay. Aber, es ist ja schon sehr geil, das überhaupt zu spielen. Aber, alter, ja. wie... Wie kann man denn mit so einer Hand rausfliegen? Das ist ja brutaler, geht es ja nicht. dass man mit so einer Hand rausfliegt, passiert das öfter. Das Problem ist bloß, dass ähm, das so kurz vorm Ziel war. Dass ich, ähm, also an dem Tag haben sich die ersten 100, äh, die ersten 21 qualifiziert für ähm, das Finale und damit automatisch im Geld. Ja. Und dann bin ich halt 36. geworden. Oh, ist das Blitter. Man spielt halt da 19 Stunden, also 9 bis 10 Stunden. Ja. Ähm, sauberes, konzentriertes Poker, macht alles richtig, und dann kommt die eine Hand, wo man wo ich nicht falsch gemacht habe. Ja. Und dann bist du halt vom Ship äh, Leader, zumindest am Tisch, äh, Chip äh, zum, zum Small Stack mhm. geschrumpft, was natürlich sehr bitter ist. Und dann, dann ja fünf Minuten die Hand später hinterher, stelle ich euch mit ass König, krieg Call, König Dame und Dame kommt und dann war's das. Bitter, ja, ja, ich wollte gerade sagen, du musst den Leuten mal erklären, was passiert ist, weil ich glaube, bei der ersten Hand war ja schon, du hattest, was hattest du da? Die Könige. Äh, Paar König, ne? Oh, genau. ist das ist bitter, wenn man Paar König hat. Das ist ja, also ich kenne ja so eine Situation von äh, so Online-Pokern, ne, wo, wo man ja auch einfach probiert in die, in die Bezahlung zu kommen, wenn du halt so ein Turnier spielst. Und äh, dann hält man ja auch oft einfach still, weil man dann merkt, die Leute fliegen raus und du bist dann bald in einem eine, bezahlten Rang. Ähm, und dann machst du eben nichts. Aber bei, bei äh, zwei Königen, da musst du ja, ich meine, das ist so eine gute Hand, da musst du ja im Endeffekt gehen. Und dann gegen, dann gegen ja. äh, Assepaar, das ist ja Wahnsinn, wirklich. Das war, ja, war schade. Man kann halt auch theoretisch äh, perfektes Poker spielen und trotzdem in der ersten Hand rausliegen. Das kann passieren. Das kann passieren. Das ist auch das Spiel, ja. Aber ich habe nichts vorzuwerfen. Ich habe das Turnier vernünftig gespielt. Ähm, kann jetzt sagen, ich habe einmal mein neben WPT gespielt, habe sogar noch <laughs> den DPT High Roller gespielt, äh, am Samstag. Ähm, da habe ich aber das Ticket gewonnen, über, über ein Satellite vor Ort. Das Turnier habe ich gewonnen und dann das Ticket für, die, für den High Roller bekommen. Was ist High Auch Roller? Nicht. Was heißt das? Na, High Roller sind in der Regel am Ende der Turniere, da sind dann die, wo bei ihnen höher ist als bei dem Main Event. In dem Fall waren es 1650 Euro ja. bei ihnen gewesen. Ähm, du hast bei der WSOP hast du dann äh, ähm, High Roller mit 50.000 oder 100.000 bei ihnen? Ja. Das sind halt, sind, es gibt viele Profis, also gerade Profis, die hier von nehmen oder schon viel Geld verdient haben, spielen in der Regel nicht mehr die Main-Events mit, sondern eben in der Regel diese Highroller, um ähm, weniger Konkurrenz zu haben und trotzdem um viel Geld zu spielen. Ja, okay. Krass. Und machst du nochmal? Oder war es eine einmalige Sache? Nein, also ich werde sicherlich nicht weiter Poker spielen. Ich habe ja im November noch die WSOP, die ich dann spielen werde, äh, wo ich das Ticket ja gewonnen habe. Beim letzten Turnier, wo ich das hier gewonnen habe. Ja, lange Geschichte. Also, ja, ich werde weiterhin pokern und ich werde es äh, weiterhin probieren. Auch so eine Turniere, meine ich. Also, ja, es, geil. Es, es war ja, Es macht ja Spaß. Ich würde eigentlich auch nochmal ähm, die EPT ähm, in Prag mitmachen, äh, Anfang Dezember, Ende November. Und vielleicht auch noch die EPT in Barcelona äh, im Januar. Mal sehen. Also, das sind nur Ideen jetzt. Mal sehen, ob es so passt. Also, es bleibt spannend. Sehr geil. Ja. Ich, ich habe auch gesehen, du hattest ja wieder die äh, Kai Bernstein-Gedächtnisjacke äh, über den über Stuhl gelegt, wenigstens. War ja sicher tierisch warm da. Es war richtig warm, ja. Äh, aber ja, super. Aber ich meine, das ist ja eigentlich ein richtig geiles Ergebnis. Ich meine, selbst wenn du als 136. rausfällst. Ohne nicht, 100, viel... nur 36. Nur 36. Von, ja. Und wie viele Leute haben äh, angefangen? Na, insgesamt waren bei dem Turnier waren 847. Ja, ey, aber ist Wahnsinn. Aber an dem Tag, also es wird ja an ja vier verschiedenen Tagen gestartet, also Tag 1a, 1b, 1c, 1d. Ja. Und es sind immer so um die 200, die dann starten. Und davon sind halt die 21 weitergekommen, den Tag ins Finale. Weil es am Samstag gewesen wäre und Sonntag wäre der Final Table gewesen. Der Final Table. Und dann ja, nächstes Mal wieder bist du wieder am Final Table. Alles gut. Alles, alles gut. War mal gut. Eine Erfahrung, mal mit den großen Jungs zu spielen. Ey, Felicio, was? du Schwein. Felicio, du Schwein. Ey, danke für 100 Bits. Sei mal nicht so knauserig. Da kann ja noch mal, kann noch 2 Nullen ran, du Alter. Geile du, Sau. Du, du geile Twitch Sau, du. Beschimpft wieder. Er, er macht sich gerade bereit für seinen geilen Talk. Ey. Kannst ja mal reinschreiben, was uns heute erwartet bei dir. Ähm, Dennis, was sagst du? Die Lizenz. Ja. Die Lizenz ist da. Hurra. Ja, aber die war jetzt nicht wirklich überraschend, oder? Naja, ich habe schon ein bisschen. Also Angst ist es schön, gehört. dass sie da ist? Keine Frage, ich will doch gar nicht madig reden, aber die war jetzt nicht wirklich überraschend gewesen, dass sie da ist. Für dich. Ja, aber ich hatte schon ja, Felicio, der Tom, das Schwein, hat mich äh, angesteckt. Der hat mir diesen Artikel rüber... Ge, diesen RBB-Artikel oh, rübergeschickt. Nee, diese RBB-Recherche, dass ist so. alles schon ein bisschen krass aussieht. Habe ich gesehen wenn also ihr euch nochmal geguckt habt. Ja, ja, und das hat mir schon ein bisschen so Schiss gemacht. Allerdings äh, hat es mir eher so für die nächste Saison, also die da drauf folgende Schiss gemacht. Weil es ist ja damit zu rechnen, dass wir auch diese Saison ein dickes Minus einfangen. Äh, Aber ich bin jetzt erstmal froh, dass wir die Lizenz haben, dass wir zweite Liga jetzt spielen. Und ich bin einfach jetzt schon, ich habe so einen Bock, habe ich. Ich habe so einen Bock, von mir aus könnte losgehen äh, nächste Woche. Bin ich dafür. Äh, ich, oh, ich auch. auch recht. Wirklich. Nee. Wie, sieht's, wie, wie sieht denn das jetzt aus? Du hast ja deinen Urlaub äh, verschoben. Das heißt, Trainingslager bist du am Start, oder wie? Ja, wir versuchen gerade. Meine Tochter hat äh, in der ersten Woche, beziehungsweise in der ersten Ferienwoche, in der zweiten Trainingslagerwoche, hat die eine Hortfahrt. Und das versuchen wir gerade zu verlegen um eine Woche. Und das ist unser letzter... Ähm, Unsere letzte Hürde, die wir noch nehmen müssen, dann denn steht das ja. Dann fahren wir wieder ins Trainingslager nach Österreich und. Nach Österreich! Dann. No? Das ist schön, oh nein, no, das ist so schön, Ach, Österreich. Da, da gibt es so schönes okay. Essen. Da habe ich gestern gleich so ein so schönes Schnitzel gegessen. Das ja, war gut, so ja. schön. Aber auch die findet doch diese Seen dort geil. Also ich bin eigentlich zwar mehr Mensch, aber äh, diese Seen, diese Bergseen mit dieser herrlichen Landschaft drumherum. Also auch so, wenn es halt nicht der andreas -Sage wäre, könnte ich mir vorstellen, dann mal in zwei durch auszuhalten, durchaus. Also, ich finde das recht ansehnlich und sehr entspannt. Ja, ist auch eine geile, finde ich auch geil. Sicher, also, ich meine, du hast es ja, glaube ich, jetzt schon ein paar Mal gemacht. Das zum Grunde, also zum Grund zu nehmen, mit der Familie irgendwie Urlaub zu machen und dann auch noch die Trainingslager, Trainings sich anzugucken, ein paar Testspiele und so, das ist schon geil. Du hast halt Glück, dass deine Familie auch so verrückt ist. Ach, die war nicht so verrückt, äh, bevor ich sie kennengelernt habe. Ich habe sie einfach infiziert. Und du hast sie einfach äh, infiziert. Er ja, ist mega geil. Und äh, waren auch alle zufrieden, ja? weil ihr hattet ja, glaube ich, was anderes vor. Ne? Ihr wolltet Griechenland machen, eigentlich. Wir wurden eingeladen nach Griechenland, richtig, von einem Freund von uns, also einem griechischen Freund, der hat da äh, 8000 Cousins und Brüder. Und einer von denen hat ein Hotel, der hat uns eingeladen. Dann wollte der uns einen Mietwagen geben, auch eingeladen. Und Wir hätten jetzt da quasi nur die Flüge bezahlen müssen und der Rest wäre alles. Äh, geschenkt gewesen. Aber das wollen wir dann erst absagen und dann vielleicht später nochmal machen wir nächstes Jahr oder mal sehen. Ja, ja das, also Griechenland, die Einladung wird ja wohl auch noch nächstes Jahr stehen. Musst ja, musste zu Ostern fahren. Ey, Felicio, du Schwein. 20 Uhr, ich kann noch morgen nicht so lange. Ich fahre am Freitag zum. Äh, zum Hurricane. Ich muss ganz früh losfahren. Das heißt, morgen ist nicht bis äh, 10 Uhr quatschen. Ist wieder typisch, wenn es wieder bei mir ist. Das ist wieder typisch Felicio. Das ist typisch, typisch, typisch. Ja. dann äh, können wir morgen nur eine Stunde machen. Aber gut, bin ich ja gewohnt von dir. Ja, also Lizenz erteilt. Ähm, Gersbeck da? Hast du ja auch. Aber eigentlich auch klar. Was sagst Weiß, du dazu? Nicht mehr überraschend, ja. Aber cool, ne? Cooler Typ. Cooles Interview. Mehr Berliner wie geht nicht. Absolut geil. Finde ich auch. Mega sympathisch. Bin gespannt. Ich bin wirklich auch gespannt, wie der, äh, wie der drauf ist. Und ich bin auch sehr gespannt, wie das sich jetzt entwickelt. Ähm, also ob Christensen wirklich geht. Ach, guck mal. Jetzt doch auch. 19 Uhr. Es ist wieder klar. Du bist nämlich da. Du, willst, du wolltest nur davor wieder deinen Privatstream aufnehmen mit irgendwelchen Fake News. Na ja, also im Gespräch ist ja hier, dass vielleicht Tysal jetzt für 18 Millionen zum Ars Rom wechselt. So hä, wo hat er das schon wieder her, Tom? Naja, ähm, ja, aber sonst gibt es der, nicht... halt der er ist sein eigener Insider genau, habe ich gelesen irgendwie. Aber du ich kannst glaube, gerne dass er sehr gut vernetzt ist. Das glaube ich auch. Ja, er ist vernetzt mit ominösen Leuten. Du kannst gerne auf dem Dachboden wohnen bei mir. Immer, bei, bei mir steht immer eine Tür offen und brennt immer ein Tequila. Habt ihr den Marder jetzt mal äh, besucht oben? Nee, immer noch nicht. <laughs> du siehst, ich habe den Ziemi-Fox. Ich, ich, ich habe mich immer noch nicht getraut irgendwie. Ich warte, bis mein Handwerkerkumpel, der ist gerade auf Schulung, ich warte, bis der wieder da ist. Dann kann der mit dem Kantholz mit mir hochgehen. Falls der Marder oder die Marder-Frau, die übrig geblieben ist, irgendwie einen Mordanschlag auf mich äh, plant und mir an die, an die, an die Halsschlagader springt. Das kann ja sein. Sicherlich. So ein Suicidal-Ding. Ja! Ähm, warte was ist zwei, gibt's? Tage ab und wenn es dann anfängt zu riechen, dann wirst du hin. Genau. Also es riecht bisher nicht, äh, es riecht bisher nicht, aber trotzdem, ich, also ich muss auf jeden Fall hoch, weil da ist, ich glaube, der hat da alles voll gekackt. Ja, mal schauen. So, wie geht es denn jetzt weiter, mein Großer? Also, Diego Demme tatsächlich im Gespräch bei uns und es sieht ja tatsächlich so aus, als wenn wir da gute Karten haben. Wahnsinn, wenn, oder? Wenn man den Medien glauben kann, hat er sich ja schon für entschieden. Er hat eigentlich schon zugesagt, genau. Jetzt äh, liegt es halt nur noch an der Einigung mit äh, Neapel, glaube ich, ne? Ja, genau. Ähm. Ja, und die kann im Endeffekt, also ich denke, es kann ja wahrscheinlich wirklich nur klappen, wenn wir Toussaint nach Neapel verkaufen, oder? Also eine andere Chance gibt es eigentlich nicht, weil wir haben ja keine Kohle Oder glaubst du, der würde auch so kommen? Naja, wenn du jetzt, ähm, wenn du, äh, ich sag mal jetzt von anderen Vereinen, wer ich auch immer, äh, Geld bekämst für äh, Toussaint, ich spinne jetzt mal, die 15 Millionen kriegst, dann kannst du auch die 2 Millionen für Dämme bezahlen. Ob du, nun, äh, ob du nun 13 Millionen äh, unters Dämme kriegst oder von anderen Vereinen 15 Millionen kriegst und dann da zwei bezahlst, ist ja überhaupt Biersprung. Also, es muss jetzt nicht zwangsläufig AS Rom sein, äh, Neapel sein, kann ja auch Rom sein oder äh, Milan hat ja angeblich auch mal nachgefragt. Und... Ja, aber ich glaube, dass Dämme tatsächlich unabhängig kommen würde wollen von Toussaint. Also, klar, Toussaint muss weg, das ist schon klar, aber wo er hingeht, das muss nicht zwangsläufig Neapel sein. Würdest du denn, also findest du es dann gut, dass äh, wir für Dämme so viel Geld nochmal rauslegen? Meinst du, der ist es wert? Weil er hat ja wenig gespielt. Prinzip, Im Prinzip zahlen wir ja nicht. Also, das Angebot, also wir, wir wissen ja nicht, was wirklich wahr ist, aber wenn die Medien äh, die Wahrheit schreiben, dann soll er ja im Tausch äh, für Tussard kommen. Hm. Plus natürlich Geld, gar keine Frage. Und da sind ja die korportierten Zahlen wie 10, 11 Millionen, vielleicht sogar 12, 13, unterscheiden sich ja die Berichte. Ähm, aber wenn du. Von irgendeinem anderen Verein, die 15 Millionen kriegst, ich bin jetzt mal AC Mailand, also nur als Beispiel, dann kannst du die 2 Millionen auch wieder dafür nehmen, um den Dämme zu holen. Also ich finde Dämme in alter Stärke sogar fast sogar gleich stark. Natürlich ist total jünger und dadurch mehr Wert und hat mehr Potenzial, aber von der Stärke her äh, war Dämme für mich jetzt nicht weit weg von Tussa. Aber warum sollte er denn dann zu uns kommen? Das frage ich mich, weißt du? Ich meine, er spielt äh, jetzt keine Rolle in Neapel, aber. Der hat davor bei RB Leipzig gespielt, ist glaube ich, für, ich weiß, für sehr viel Geld gewechselt, ich 20 Millionen oder 12 Millionen oder sowas, ähm, ja, okay. warum geht er zu uns? Ich meine, er könnte doch sicherlich zu also sehr vielen Erstligavereinen auch gehen, wenn er jetzt in der Form Her noch wäre, oder? Ich kann dir tatsächlich die Frage nicht beantworten, aber ich, er hat ja gesagt, er möchte am liebsten zu Hertha zurück, weil irgendwie auch Familie in der Nähe ist, hat er das nicht gesagt? Also ich weiß, Arsenal hat es auch gesagt, aber ähm, ich meine, er hat irgendwie, ich weiß nicht, ob es direkt in Berlin war, aber er hat irgendwie Familie und will wieder zurück nach Hause irgendwie, so hat er erzählt, oder? Und das, ich bin also doch halt ich weiß es nicht genau. Also tatsächlich, wenn er so also gut ist, ich verstehe deine Frage, ist völlig berechtigt, warum will er dann so härter und nicht so irgendeinem anderen Bund verein Ich kann es ja nicht sagen. Vielleicht hat er einfach nur Geld. Hat schon immer ein head head Ja, früher. Nee, der, der, ich, ich glaube, dass er deswegen ja zu Neapel äh, gewechselt ist, weil der irgendwie italienische Wurzeln hat und wollte halt einmal in Italien spielen irgendwie. Also das weiß ich noch. Aber ich frage mich halt schon so. Ich meine, da also könnte ja safe äh, zumindest, weil denke ich mal fast allen Vereinen bis zum Platz 6 in der Bundesliga. Spielen und warum interessiert sich dann keiner für den und sagt, so, ich meine, weil wenn jemand das Angebot von uns mitgeht, dann müsste er sich ja, also dann wäre es ja schon verwunderlich, dass er zu uns kommt. Oder er sagt halt wirklich, er ist halt voll überzeugt von dem Weg, aber wir haben halt eigentlich wenig Argumente, finde ich, ne? Also gerade. Ja, aber Fakt ist, wir brauchen ja keine Argumente mehr, er will ja zu uns kommen. Die Frage ist nur, warum, ja. Ich gucke gerade mal nebenbei, äh, während wir sprechen, auf transfermarkt.de, wo der geboren ist, wo der herkommt. Ja, mach das mal. Auf jeden Fall. Äh, also ich fände es gut, kann ich schon mal sagen. Ich würde mich natürlich ich freuen, auch. Also, weil ich denke, man braucht halt, oder wir Erfurt. brauchen halt auch einen, aus Erfurt. Äh, Herford. Ach, Herford. Also, äh, Nordrhein-Westfalen würde ich sagen, oder? Herford ich, ist ich, ich dachte, da ist Erfurt, der, der, der Diego, Diego Dan. Ja. Her mit Haar vorne, Herford. Herford, okay, das ist so ein Pott irgendwie. Ja, ähm, ich denke, dass so ein erfahrener Spieler schon geil wäre. Ähm, brauchen Fall. wir auf jeden Fall. Ist jetzt so ein bisschen die Frage, heißt es, wenn er kommt, denn äh, dass wir dann, äh, also dass wahrscheinlich Toussaint geht, ist ja sicher. Und ist Nein. es dann... Ist es dann äh, für Tolga so ein bisschen ein Zeichen, dass man ihm jetzt nicht so vertraut und dann doch lieber da auf einen anderen erfahrenen Spieler setzt? Ja, Oder Tolga meinst du? Selber hat doch letzte Woche ein Interview gegeben und hat gesagt, er weiß noch nicht, ob er bleiben will, so sinngemäß. Ähm, also die, Absolute, die was er gelesen hat, war halt ja so eher, als wenn Tolga darüber nachdenkt, vielleicht doch mal zu gehen, und hat er ja auch gesagt, es gibt doch einen Markt in der Türkei, wo er hinwechseln könnte, also der hat jetzt nichts davon erzählt, dass er gerne bleiben würde wollen und hier wieder den Aufbau mitmachen will. Was aber, das wäre ja eine Frechheit, also das ist ja schon dreist, ich, ich glaube, das ist, Interview ist vielleicht auch deswegen gekommen, weil er vielleicht ja auch spürt, dass er jetzt nicht so das Vertrauen von Paul spürt, vielleicht, weil er ja auch schon nachgelassen hat, ähm, wenn man die ersten Spiele gesehen hat und so am Ende war er auch komplett fahrig. Tja, ist halt eine Frage. Aber wir brauchen halt ein paar erfahrene Spieler, ne? Wir können jetzt ja nicht die Leute alle gehen lassen und dann spielen wir nur mit den Jungs da irgendwie. Das äh, wird schwer. Aber du brauchst ja auch auf jeder Position immer zwei Spieler. Wenn wir jetzt ja. im Doppel sechs spielen sollten und äh, laut äh, wo waren heute Kicker. Sollte ich wollte nicht lesen. Setzt will ähm, Paul Dadey, Morton Dadey äh, auf der 6 einplanen für die kommende Saison. So, wenn du dennoch einen Diego Demmer dazu hast, dann hast du schon mal beide Positionen besetzt. Ähm, dann würde Ziegatschi auch nur Ersatzspieler sein. Aber trotzdem, noch, noch mal, wir brauchen ja nicht Spieler, die spielen können, wir brauchen ja einen Kader von 23 Leuten. Also, natürlich kann nicht jeder Stammspieler sein. Und ein Cigeti ist günstig, ist erfahren. Also, ich würde ihn äh, als als äh, die Hinterhand behalten eigentlich. Würde ich eigentlich auch, aber wenn er jetzt natürlich so eine Interviews gibt, also so eine Spieler würde ich halt echt dann nicht mit durchziehen. Wenn, so, wenn er sagt, so, ja, er will vielleicht lieber weg, dann soll er gehen irgendwie. Also so cool ist er jetzt auch nicht, dass man sagen würde, nee. ähm, du bleibst jetzt hier auf Teufel komm raus, weil, also das aber verstehe ich nicht, er ist gerade gekommen... Hat ja auch einen auf ähm, uhr herr Tana, ich bin zurück irgendwie, dann gehst du doch nicht, wenn der Verein absteigt, wo du hingewechselt bist. Also das fände ich schon. Selden hier wird gesagt, dass man nicht auf ihn baut und äh, Das ist was anderes. Das weiß ich nicht, das ist eine Mutmaßung, aber ich, ich glaube schon, dass er sich an sich wohlfühlt, aber man hat doch gemerkt, also er hat doch gemerkt, dass er nicht unbedingt die erste Wahl ist. Hm. Und äh, ja. Er weiß, dass Dada wahrscheinlich vor ihm spielen wird. Ähm, wenn jetzt der bekommt, wird er wahrscheinlich auch vor ihm spielen. Also, das ist schon mal Satzspieler in der zweiten Liga. Das ist bestimmt nicht so sein größter Wunsch, den er sich so also ausgemalt hat. Ähm, ja, aber also, Siegachi hat ja eigentlich so geil angefangen, als er zu uns gekommen ist. Die ersten paar Spiele, da dachte ich, wow, das für ein geiler Transfer. Aber die letzten Spiele waren ja auch alle mehr. Schlecht bis okay maximal. Ja, waren sogar sehr scheiße. Und da, also wenn er so spielt, dann brauchen wir ihn auch nicht. Ähm, aber in der zweiten Liga, eigentlich für die zweite Liga, sollte er schon äh, ein, ein äh, eigentlich guter Faktor sein. Und wir brauchen halt einen, der ein bisschen halt auch rumschreit und die Jungs da ein bisschen zusammenrüttelt. Ähm, der Prinz ist weg. Der Prinz ist weg und wir brauchen da jemanden. Deswegen Demme schätze ich ähnlich ein, aber der ist dann halt neu. Ähm, dafür wäre Tolga schon ganz cool, glaube ich. Mal schauen. Weil das wäre, also ich glaube, dass das eine mega wichtige Position ist. Einfach, man darf das nicht unterschätzen, wenn wir halt wirklich mit so vielen jungen Leuten spielen. Ähm, da ist ja auch natürlich eine Menge Unsicherheit dabei, wenn du jetzt halt praktisch jung bist, spielst zweite Liga, klar, ist Euphorie da, aber da brauchst du schon jemanden, der auch mal ein bisschen rumschreit. Also wenn wir so einen gar nicht haben. Dann wäre es schon wieder vielleicht so eine leblose Truppe. Das darf nicht passieren. Ja, du hast ja auch einen Florian, hier, der schon älter ist und erfahren ist. Du hast ja, den, aber ob der auch der so einen Gerstbeck, ähm, der da eigentlich äh, schon extrovertiert ist, glaube ich. Und ähm, vielleicht bleibt auch ein Kämpf. So wissen wir ja alle noch nicht, wer bleibt. Ähm, Platten hat auch das ist ja eine Option, weiterhin, dass er bleiben könnte. Dann hast du auch leider deine Kapitän für die Saison. Und damit meine ich nicht, dass ich das schön finde, aber. Ähm, Du brauchst ja irgendeinen Kapitän in der nächsten Saison. Und neuer wird es in der Regel nicht werden. Ich würde am liebsten äh, Jessic übergehen mit Amt, aber der wird ja wahrscheinlich gehen. Ähm, Sieht sehr so aus. Ja. Wir werden sehen. Also im Augenblick kann man glaube ich noch nicht so viel zum Kader sagen. Wir sind ja gerade am Anfang des, des Umbruchs. Ähm, es ist glaube ich noch gar keiner weg, außer die Leihspieler äh, mit Alderete und ähm, Santi. Hm. Ähm, ein neuer, beziehungsweise Reze ist ja der zweite der erste Neue gewesen, äh, Christen sind der zweite und jetzt äh, Gersbeck der dritte. Mhm. Ich glaube, da können wir nochmal in vier Wochen drüber philosophieren. Absolute Spekulation, ähm, alles also, hast du voll ja. recht. Was sagst du denn dazu, was HK hier geschrieben hat? Ich kann, da ich mit mein dem Handy jetzt äh, mit dir telefoniere oder spreche, kann ich leider nicht sehen, was die Leute schreiben. Musst du mir er, vorlesen. Er hat geschrieben: Toussaint und Luke Bacchio spielen bei uns für das halbe Gehalt. So viel Qualität bekommen wir nie mehr für so wenig Geld. Die dürfen wir nie oder nicht abgeben. Ähm, ja, denn, ja, aber es geht ja nicht ums Gehalt. Es geht ja darum, Transfereinnahmen zu erzielen. Richtig, müssen wir. Wir müssen auf jeden Fall, also einen auf jeden Fall abgeben. Ich denke eher, eher beide. Aber so. Also so ganz äh, dumm ist es natürlich nicht, was er schreibt, ne? Man also die haben alle haben einen Vertrag für zweite Liga. Man könnte natürlich auch sagen, wenn du jetzt also nicht in dem Sinne, wie wir das letzte Mal gemacht haben, als wir abgestiegen sind, aber du könntest natürlich schon einen Typen der richtig Qualität hat sagen, du spielst die Saison für uns, ist mir egal, ich verzichte da auf äh, Transfererlöse, äh, weil wir müssen möglichst schnell in die erste Liga äh, zurück und ziehst den mit durch und äh, zahlst ihm dann halt nur die Hälfte des Gehalts. Nochmal, die Gehalt ist ein Thema, aber wir müssen, äh, also es wurde über zwischen 35 und 53 Millionen wurde äh, äh, kaputt. Kapu wo willst du die hernehmen, wenn du Tussar und Luke Barke behalten kannst, aber davon würde ich Luke Barke sofort verkaufen, weißt, ich bin jetzt nicht der größte Fan von ihm, und ich bin froh, dass er endlich mal eine vernünftige Saison gespielt hat, dass du ihn verkaufen kannst, weil ja. da sind wir ja nie losgeworden. Ähm, der den musst du zu Geld machen jetzt. Der wird nicht wieder so eine Saison spielen. Also, jetzt hast du die Chance, da mal vielleicht äh, im zweistelligen Millionenbereich zu landen. Absolut. Ja, also ich denke also auch, es ist absolut auch. illusorisch. Wir brauchen das Geld. Aber wird zu denken, also so rein äh, gesponnen, wenn äh, wir mit ihm in der zweiten Liga auflaufen würden, meinst du, er würde aus Bockigkeit nicht performen? Weil eigentlich müsste der ja die Liga zusammenschießen. Also. Ich, ich, ich weiß nicht, was ihr in diesem nucke so so geil findet, ähm, ja, er hat eine gute Saison gespielt, das will ich nicht abstreiten, aber die Jahre davor war das unterirdisch gewesen, das war mal ein gutes Spiel, dann folgten wieder drei, vier, fünf, sechs schlechte Spiele, so halbherzig, das ist so ein Typ, den musst du täglich, watte packen, den musst du täglich äh, über die Stirn streichen und sagen, was er für ein geiler Typ ist, dass er sich wirklich Mühe gibt. Ähm, und ich glaube, das brauchst du im zweiten Jahr nicht. Im zweiten Jahr brauchst du Kämpfer, da brauchst du Mentalitätsspieler. Und das Loco definitiv nicht. Also Nochmal, lass uns froh sein, dass der eine vernünftige Saison gespielt hat und dass wir den jetzt für geiles Geld verkaufen können. Und ich wette mit dir, egal wo der hingeht, der wird ja nicht performen. Okay. Ja, hat und man ja gesehen bei, bei einigen Stationen von ihm. Ich halte ihn für einen sehr guten Fußballer. Und immer, also ich meine, deswegen verstehe ich deine Kritik nicht so ganz, weil er war ja immer... Wenn er bei uns gespielt hat, der beste, der Topscorer, den wir hatten, immer. Auch ohne Elfmeter? Deswegen... Ach, das ist. Ja, auch ohne Elfmeter. Ja, ich weiß. Aber gut, ich, wie gesagt, ich sehe es ähnlich. Wir brauchen die Kohles. es gibt, also da gibt es keinen Weg dran vorbei, dass wir die zu Geld machen müssen. Absolut, also das wird nicht passieren. Aber man könnte zum Beispiel natürlich bei anderen Spielern, wie ähm... du hast ja gerade zum Beispiel Jessic angesprochen. Wenn wir jetzt für den 7 Millionen äh, kriegen könnten, könnte man natürlich schon sagen, behalte. ich behalte ihn. Meine Schmerzgrenze wäre 10 Millionen. Von mir aus würde ich auf 9 Millionen mit Weiterverkaufsklauseln dort eigentlich voll einlassen. Den nicht mal weil, also ich finde ihn auch als Spieler geil, aber nicht mal deswegen unbedingt, weil er als Spieler so geil ist, sondern weil er das Gesicht der Kampagne ist, der Berliner Weg ist. Ja. Und du kannst das als, ich habe es so mal schon mal erzählt, du kannst als Management den Spieler jetzt nicht für drei, vier Millionen verkaufen, das funktioniert einfach nicht. Dann machst du dich selber lächerlich und die würden, dann würden sie selber ihr Gesicht verlieren. Deswegen, den musst du entweder für richtig krasse Geld verkaufen, dass du sagen kannst, wir haben keine andere Wahl gehabt. Oder du musst ihn behalten. Also, und äh, wenn, wenn es stimmt, dass er den Wechselwunsch geäußert hat, wird du, dass das ein Spieler, wo du dir vorstellen könntest, dass man sagt, nee, wir lassen ich, sich nicht ziehen? Ich war bei dem Gespräch dann nicht dabei. Das ist ja immer ein schwieriges Thema. Du setzt dich jetzt mit dem Spieler am Tisch, spinnbert einfach mal durch. Und er sagt dem Mensch, pass auf, äh, äh, Benny, ich will weg. Ich kann bei Verein XY... Dreifache, vierfache, fünffache, aber verdienen wir jetzt hier in der zweiten Jahr, ja. ich, kriege, ähm, ich kriege Prämien, diesen höher. Ich kriege einen 3, 4, 5, 6 Jahresvertrag, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Hier bei Hertha habe ich 2 Vertrag, verdiene 500.000. Ich... Sei mir nicht sauer, aber ich will weg. So, dann muss ja. Hertha sagen: Okay, wir wollen dich aber behalten. Wir bieten jetzt eine Million, 1,2 Millionen an, was dann schon viel wäre für uns. Ja. Aber dann hat er trotzdem woanders fünf Jahresvertrag und äh, verdient dreifacher. So ich würde also an seiner Stelle auch dann gehen wollen. Mein er ist im besten Alter, er muss jetzt eigentlich den nächsten Schritt machen. Das ist für uns als Verein für Harter scheiße, ja. Aber ich glaube, kein Spieler, der jetzt die Chance hat, äh, so die, 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 die ergreifen zu müssen, würde dann bleiben. Aber ich meine, ich du glaube, könntest ja, aber Harter äh, sitzt ja eigentlich am längeren Hebel. Wir könnten ja auch sagen: Nee, ja. wir lassen es nicht gehen. Wie würdest du Jessica da einschätzen? Äh, ist es einer, der dann sich auch irgendwie rausstreikt? Äh, oder glaubst du, der bringt, trotz, würde trotzdem Leistung bringen? Es wäre wieder das falsche Zeichen an die anderen Jugendspieler. Wenn du jetzt sagst, du bleibst jetzt hier, weil keiner die äh, geforderte Ablösung bezahlen will, ähm, dann heißt es auch für alle anderen, dass Hertha irgendwie dann ihr Ding durchzieht warum nicht den Wunsch des Spielers ansprechen. Natürlich nicht uneinnützig, sondern auch für Geld, dementsprechend für gutes Geld. Aber, ähm, wenn jetzt anfängst, Jesse einen Scheideweg zu legen, kriegst du eine sch schlechte Stimmung im Team, dann redet er vielleicht mit einem Morten da, mitten mit, äh, mit Maser. Hey, pass auf, die, wenn die dich nicht hinlassen wollen, dann äh, helfen die dir nicht. Andersherum, wenn du ihn gehen lässt, und dann, sagt, dann wird Jesse kein schlechtes Wort verlieren, du wirst äh, gute, äh, gute Feedbacks bekommen. Und er wird auch vielleicht irgendwann mal wiederkommen, wenn er dann äh, mit 21 dann vielleicht irgendwo ausgesorgt hat. Ähm, ich, ich bin immer ein Fan davon, Leute, die nicht bleiben wollen, oder in dem Fall halten. deutlich bessere Angebote haben, die dazu zu zwingen zu bleiben. Ja, sicherlich. Allerdings finde ich. Ähm dass es irgendwie auch ein Problem ist, ne? Weil ich meine, ein Vertrag ist ein Vertrag und ich finde das schon problematisch, ja. wenn du halt immer. Also ich finde es auch durchaus nachvollziehbar, auch mal zu sagen, nee, du bleibst irgendwie. Weil ich meine, wenn dann immer die Spieler irgendwie sich einfach rausstreiken, irgendwie, und so, das ist ja auch äh, irgendwie nicht korrekt. Dafür ich hast da du einen nicht, Arbeitsvertrag. Ich glaube nicht, dass er sich rausstreichen würde. Der wäre natürlich enttäuscht, weil man ihm eine Chance, die er bekommt nicht gewährt, ja, der wird es traurig sein und wird enttäuscht sein, aber an Jessica wird trotzdem alles gehen, auch bin ich fest überzeugt. Dafür ist er zu sehr Hartana, als irgendwie jetzt den Frust am Verein auszulassen. Aber ich glaube, dann hast du halt auch keine Chance mehr, mit ihm einen Vertrag zu verlängern und dann ähm, geht er dann umsonst. Ich glaube, wenn man sich hinsetzt, pass auf Jessica, du willst gehen, alles gut. Wenn wir jemanden finden, der die absolute Zahl, die wir haben wollen, dann lassen wir dich gehen, okay. Ja. Dann hast du eine Chance zu sagen, kannst du dein Gesicht wahren und kannst sagen, ähm, wenn dann keiner kommt, du, versuchst, die hätten nicht gehen lassen, aber anscheinend ist keiner gewillt, ihr deine 8 Millionen, 9 Millionen, 10 Millionen zu zahlen. Dann macht er jetzt noch eine richtig geile Saison, hau da mal 15 Tore rin vorne und dann garantiert die nächste Saison, lassen wir dich gehen, wenn einer wieder die Summe bezahlt und dann wird die auch einer bezahlen. So ungefähr würde ich das Gespräch in die Richtung führen und dann äh, ihn nicht dazu zwingen, aber auch nicht einfach gehen lassen. Okay. Ja, also sie, äh, ich, ich denke, uns wird da auch nichts anderes übrig bleiben. Wenn er weg will, dann wird er gehen. Ich meine, wenn du ihn überreden könntest, noch eine Saison äh, zu spielen und du steigst auf, dann würde er ja auch nichts dagegen sprechen, dann, dass er dann auch bleibt und wieder erste Liga irgendwie spielt bei uns. Also. Doch, es geht nicht mal um die sportliche Perspektive, also nicht, nicht, in, nicht in erster Linie zumindest. Ja. Er verdient bei Hertha nicht so viel Geld äh, und wenn sie es aufstocken und er Topverdiener werden soll, sag man, mal, über eine Million kriegt, bei welchem Verein gemacht kriegt er vielleicht drei, vier, fünf Millionen. Also je ja, nachdem, wo er hingehen könnte. Aber das ist egal, wie sehr du deinen Job magst. Aber wenn einer dir drei- bis fünffache bietet und dann wechselst du. Das ist okay. Also klar, kommt die sportliche Perspektive dazu. Bei bestimmten Vereinen, ich würde Europa League oder vielleicht Champions League, je nachdem, wo er hingeht, die Union-Gerüchte halten sich auch hartnäckig, obwohl ich da nicht glaube. Oh, das wäre ähm, so räudig. Das fände ich ja. richtig wäre nicht korrekt. Also bei aller Liebe und äh, so aber ey, nee das kann er nicht machen das kann er nicht machen ey. schreibe ich auch nicht glaube ja. ich ähm, auch nicht aber du weißt letztlich ist es hat jetzt zwei größere Verletzungen hinter sich ähm, ist jetzt fit und hat jetzt die Chance auf einen Vertrag ja man, alles, man, kann, man kann es alles man kann es alles verstehen es ist, also man kann es ja auch alles verstehen zweite Liga äh, bestes Fußballeralter Kreuzbandriss gehabt und so ähm. Man weiß nie, wie lange das hält, irgendwie. Also, man kann es schon verstehen. War ja nur die Frage, ob man ihn sonst eventuell auch zwingt zu bleiben. Also. Bin ich kein Freund von. Auch wenn ich ihn sehr, sehr, sehr gerne bei uns nächstes Jahr sehen würde, wohl natürlich. Ja. Ja, ich auch. Weil das ist halt natürlich schon bitter. Weil, also, wenn Jessic geht, ja, dann hast du halt auch noch auf der auf Mittelstürmerposition halt ein sehr jung und äh, du hast noch Derry, aber was machst du denn dann im Endeffekt, ne? Also du Konga, du Konga, ist auch noch da, ja. <laughs> auch wenn wir alle wollen, dass er weggeht, aber er ist ja auch noch da. Du hast auch noch offiziell noch einen Piontek da. Ja, den wird, aber den kannst du niemals spielen lassen. Der ist ja <laughs> nun die größte Heulsuse, der hat ja überhaupt keinen Bock gehabt auf uns. Ähm, der, der muss sofort runter. Selbst wenn der jetzt nur die Hälfte oder 60 Prozent kriegt, verdient er ja noch irgendwie zweieinhalb Millionen oder so. Also, das ist viel zu viel. 100%. Aber gut, wer oh, soll den nehmen? Nicht, wir keinen haben, dann was denn? Ja, dann, äh, oh Gott, dieses Missverständnis wird niemals aufhören. Der hat noch so lange Vertrag, stell dir das mal vor, ey. Gott, so, ja, ich Piontek, ich weiß nicht, zwei Jahre, 25, glaube ich, ja. 25 oder 26, so wie Schwoli und einige andere. Ewig lange Verträge, Wahnsinn ist tut. Ähm, ja, weil also es ist ja also ich weiß nicht, du hast es ja wahrscheinlich gehört hier, der HSV kriegt 30 Millionen, um äh, jetzt mal endlich äh, aus der zweiten Liga aufzusteigen. Okay. Ähm, ist schon hart, also das heißt, die werden jetzt noch mal richtig äh, Transferoffensive starten. Ich habe mal gehört, dass man mit Geld auch äh, schlecht umgehen kann. Hast du gehört irgendwo, ja? ich irgendwo mal gehört, ja. Ich glaube auch, das äh, befeuert nur noch, das befeuert noch die HEME irgendwie, wenn sie es dann wieder nicht schaffen. Bin gespannt, was sie machen. Ähm, aber da können wir natürlich nicht mithalten. Also, wenn jetzt Hamburg klug einkauft, ähm, Schalke und wir, also wird eine harte Saison, glaube ich. Ja, aber es ist schon ein schöner, ein schöner sportlicher Anreiz. Müssen wir nicht unbedingt als Favorit in die Liga gehen, was wir sowieso nicht sind, aber ich glaube, von vielen extern werden wir schon als Mitfavoriten oder Top 2 auf jeden Fall gesehen. Ich finde es okay. Also, ich bin lieber der Jäger als der Gejagte. Ja, ich auch, aber Mahut hat recht. Ich fürchte, wir haben ja alle Angst, dass wir jetzt erstmal ein paar Jahre zweite Liga spielen, aber ich fürchte, wir müssen eigentlich alles dran setzen dass wir direkt aufsteigen, weil äh, finanziell wird es uns wirklich hart treffen, wenn wir ähm, zwei Jahre, zweite Liga, drei Jahre, zweite Liga, dann kriegen wir, weil dieser, dieser geplante, ja, im optimalen Fall, glaube ich, dass 26 mal wieder schwarze Zahlen geschrieben werden sollen, ist ja damals, glaube ich, berechnet worden aufgrund auf der ersten Liga und Einnahmen. Das wird schwierig. Ja, aber ich glaube weiterhin, dass wir im zweiten Jahr aufsteigen werden. Also das ist alles weg. Wir müssen uns den Kader angucken. Wir müssen gucken, wie wir, äh, wie wir in sechs Wochen dastehen, welchen Kader wir haben. Im, also, ich weiß ja nicht, wie der Kader wirklich aussieht. Werden wir wirklich so viel? Niemand Jungs weiß da, es. Niemand weiß oder es. Oder werden wir, werden wir halt doch elf, äh, elf Aslans kaufen aus der dritten Liga für kleines Geld und sagen, okay, mit der Mannschaftsscheibe wollen wir aufsteigen und setzen die Jugend wieder nur in die zweite Reihe. Was sagst du dann zu Aslan? Also, das Risiko ist einfach mal super gering. Äh, Dessen finde ich den Transfer, wenn er dann kommt, äh, super. Mhm. Du hast einen, jemanden, der eine wahnsinnig geile, krasse Saison ist mit der dritten Liga. Mhm. Ähm, warum nicht dem die Chance geben, sein Besuch? Zeigst du mal eine Liga höher. Ähm, also, ja, ich finde super. Zumal der kaum Geld kostet, ähm, ist die Fallhöhe halt sehr gering und gerne mehr von diesen Spielern. Ja, sehe ich genauso. Ja, ja. Und jetzt hast du mir noch kurz vor unserem äh, vor unserem äh, Talk hast du mir noch Hallo. die äh, die äh, RWB Sport News ähm, geschickt, dass Hertha BSC das Angebot äh, für die Anleihenzeichner äh, erhöht hat. Und äh, 10,5% statt 8,5% Zinsen, den bietet für die Verlängerung auf zwei Jahre, das würde Hertha in diesen zwei Jahren insgesamt 14 Millionen Euro kosten. Das ich ist schon... Das, also ist nicht schon Alter, ne, das ist so krass viel Geld dafür, dass wir kein Geld haben, nur um es zwei Jahre zu verlängern. Ähm, ich meine, ich verstehe es, Müssen wir das denn überhaupt? Also ich meine, ist es nicht so, dass ähm, 777 gesagt hat, äh, sie unterzeichnen eine Bürgschaft, damit wir die ablösen? Warum müssen wir die überhaupt noch verschieben, wenn es uns so viel Geld kostet? Die Lizenz haben wir bekommen. Ähm, oder was sagst du dazu? Es ist doch Wahnsinn eigentlich, oder? Das ist ja so also wie... Ich, ja. Ich finde diese, diese 14 Millionen krass. Wie du schon sagst, einfach nur um zwei Jahre Luft zu haben. Ähm, Im Prinzip ist es eine Wette darauf, dass du in zwei Jahren eigentlich Bundesliga spielen musst. Genau. Um Geld eigentlich äh, wieder reinzubekommen. Die Frage ist, was ist jetzt passiert, dass wir die Lizenz bekommen haben? Das weiß ich nicht. Ähm, angeblich, laut Medien, hat jetzt Turbo7 äh, die Bankwirtschaft oder für die Bankwirtschaft gebürgt. Das heißt, äh, wir haben die Bankwirtschaft bekommen und Triple als Bürger eingetreten. Weiß ich auch nicht, ob das stimmt, so wurde sie geschrieben. Das heißt, wir haben eigentlich quasi kein Geld bekommen. Das heißt, wir müssen die Anleihe verlängern, aber wir haben ja die Lizenz trotzdem bekommen. Wenn man jetzt die Transfers so machen könnte, dass wir diese 40 Millionen oder ja, doch die 40 Millionen einnehmen würden und am besten eben noch mehr. Dann würde ich lieber die, die Wirtschaft bezahlen. Aber diese Option scheint ja nicht da zu sein. Also die gibt es ja wohl nicht. Und ich halte diese 40 Millionen tatsächlich für realistisch, ja. Wenn du jetzt äh, Luke Bacchio mit, sagen wir mal, 10, 11 Millionen rechnest, ein Toussaint mit 11 bis, äh, 10 bis 15 Millionen rechnest, ein Jessic für 9 Millionen rechnest, ähm, Alderete und äh, Santi 6,5 zusammen. So Christian sind 5 Millionen. Ja, so gibt es ja keine Gerüchte, aber ähm, äh, Oddi, Christian sind nochmal 4, 3 bis 5 Millionen. Also du kommst ja schnell auf diese 40 Millionen. Und du kommst dran, ja, ähm, auf jeden Fall. Wir haben jetzt drei Spieler, über 10 Millionen schon mal, also oder mit 10 Millionen und 6,5 für die Santi, für Santi und äh, alte Rete, 5 Millionen für Christus, bist du schon drüber. Und da hast du noch keinen äh, kein Piotek verkauft, kein äh, äh, ist Stimme, Kongar verkauft, du hast noch keinen Serda verkauft. Du hast, äh, du aber, hast du musst, aber du musst natürlich auch noch, äh, du musst ja ein bisschen Spielraum haben, dass du selbst auch im Transfermarkt äh, ja. tätig werden kannst. Ne? Also, du kannst ich nicht kann, alles kann nur nehmen. für die Ablöse nehmen, aber ich sehe das ganz genauso. Also, weil ähm, es ist natürlich krass, pro Jahr sieben Millionen alleine Zinsen zu zahlen. Tom fragt natürlich auch ganz berechtigt. Wenn du das jetzt natürlich mit einem anderen Darlehen äh, ablöst, so wie das ja äh, scheinbar äh, Werner G. Punkt vorhatte, ähm, da kriegst du natürlich auch einen Zinssatz. Das kostet natürlich auch, wenn du 60 Millionen dann äh, nimmst, um zu tilgen und wieder ein bisschen Handlungsspielraum zu haben. Da zahlst heißt du natürlich dann auch an Zinsen ewig viel. Ne? Das ist halt alles natürlich so. Aber ich sehe es ähnlich, nur für eine Verlängerung. Praktisch den Anreiz zu geben, der so viel kostet, ähm, weiß ich nicht, ob das eine kluge Idee ist irgendwie, weil in zwei Jahren bist du an der gleichen, bist du in der absolut gleichen Position und es wird es wir wirtschaftlich wahrscheinlich nicht viel besser gehen und ähm, du musst in zwei Jahren aufgestiegen sein. Ja. Also spätestens über nächst, also nächste Saison musst du aufsteigen, sonst genau. ist das so abgefahren, denke ich. Weil dann sind genau die Leute nicht mehr da, die wir jetzt für so viel Geld verschabeln können und dann hast du ein Riesenproblem. Also Vielleicht hast du dann Jungspieler, die einschlagen und dann wieder zu Geld machen kannst, aber äh, oder junge Spieler, nicht Jungspieler, junge Spieler, es werden noch ein paar junge Spieler kommen, wenn es ein Christensinn von mir aus als Beispiel einfach mal 10 Tore macht mit 19, dann ist der nächste Jahr für 20 Millionen weg, dann hast du wieder Geld, aber Viele Wens und viele Wetten auf die Zukunft, was sehr gefährlich sein kann. Aber gut, was, was willst du machen? Also, was ja viel krasser ist, dass die Leute das anscheinend nicht zugestimmt haben. Die, also zumindest sich die, die, die benötigte Mehrheit nicht zugestimmt hat, dass man jetzt nochmal aufstockt auf 10,5%. Ja. Das ist ja erstaunlich. Also ich, wenn ich Anleger wäre und habe meine 6,5 Safe und krieg jetzt 8,5% geboten. Meine, wo bekommst du das? Außer jetzt auf dem Aktienmarkt, vielleicht über mit Spekulieren, aber als festgeschriebenes Zinssatz bekommst du den nicht. 10,5%. Ja, ich. Ja, ja. Aber trotzdem müssen ja 8,5% mehr abgelehnt haben oder nicht mehr abgelehnt haben, als, als wir gebraucht hätten. Ey, deswegen ist es da alleine, das macht schon so einen schlechten Geschmack, finde ich. Also, ich würde, glaube ich, als Anleger sagen: Nee. Ich will das jetzt haben, weil, ey, wer weiß, wie es in zwei Jahren ist. Wer weiß, ob die nicht dann wirklich irgendwie unten durchrutschen und ich die Kohle gar nicht sehe. Also, pff, schwierig. Schwierig, weil 10,5%, Prozent, das ist ja schon. Das ist schon krass. Das ist Wahnsinn, ja. Das ist eigentlich so ein Zinssatz, den du dir nimmst, wenn du absolut am Arsch bist, kein, nicht kreditwürdig und hast keine andere Chance und dann gehst du zu irgendeiner so Halsabschneider Moskau-Inkasso-Bank, wo du weißt so, okay. Wenn ich das jetzt versemmel, dann kostet es mich eine Hand oder sowas. <laughs> oder einen Fuß. Äh, ja. ist ein krasser Zinssatz. Ähm, hier, Rob Chang sagt gerade, äh, ja, aber auch hier wird ja wieder gewettet, dass man die 40 Millionen, die man jetzt nicht zurückgibt, selbst besser einsetzen kann, als dass sie 8,5 Rendite bringen. Also... Aus welcher Sicht? Einsetzen. Aus unserer Sicht, dass wir sagen, okay, wir setzen die so ein, dass wir damit mehr Profit machen als jetzt die 14 Millionen, die wir in zwei Jahren zahlen müssten. Sprich, eventuell erste, erste Liga-Aufstieg. Oh. Hm. TGM, TGM finde ich auch äh, einen sehr äh, guten Kommentar. Schreibt, ich verstehe nicht, warum haben wir bei 375 Millionen und dann nochmal 100 Millionen, die wir bekommen haben, also 475 Millionen, nicht die 40 Millionen abbezahlt. Kann mir das mal jemand erklären? Nein. <laughs> ja, das ist wirklich das ist unglaublich. Ich auch nicht. Äh, tja. Tja. Warum eigentlich es, nicht? Also es wurde ja das, das Geld wurde ja zurückgelegt, es wurde ja äh, bereitgelegt für den Fall oder für den Zeitpunkt, wenn es dann soweit ist, dass man diese 40 Millionen bezahlen kann. Man hat außerdem 100 Millionen äh, ähm, Eigenkapital angelegt, ähm, um einfach auch für die Zukunft abgesichert zu sein. Kuriose ist ja, dass einfach trotzdem alles weg ist. Dass wir es schaffen, jedes Jahr 70 Millionen Asse zu machen. Das ist ja ein Phänomen, was keiner so richtig versteht. Also da sitzen Leute, die nichts anderes tun, außer äh, Haushaltspläne für die kommende Saison zu machen oder Finanzierungspläne zu machen für die kommende Saison. Und wenn da am Ende des, des, des Jahres steht, also vorausschauend steht, dass wir, dass wir 70 Millionen Nasse machen oder von mir 60 Millionen, weil dann 70 geworden sind, äh, wieso sagt dann keiner, ist, Leute, äh, wir machen gerade nächste Saison 60 Millionen Minus? Wir können diesen Haushaltsplan so nicht verabschieden. Wir müssen gucken, ja. dass wir äh, Leute kündigen, kürzen, äh, Gehälter, Obergrenzen anlegen, was auch immer. Also man muss ja irgendwelche Maßnahmen angreifen, um da nicht reinzurutschen. Dass man das Jahr Corona als Ausnahme ja, sehen kann, okay. Aber das ist auch schon jetzt hier jetzt her. Also, ja, allem ist es keine und, Entschuldigung für alles. Nein, nein, nein. nein. Es war, Ich würde sagen, dass, dass es eine Ausnahmesituation gab vor drei Jahren. Keine Frage, ähm, Wo man dann vielleicht mal sagt, okay, wir machen jetzt 10 bis 20 Millionen mehr Minus, als wir dachten. Okay, aber wir sind bei 70 Millionen Minus. Wie geht denn so? Wie kann man denn noch mehr Leute einstellen, noch mehr Personal aufpushen, noch mehr Gehälter Geld bezahlen? Ähm, was ist denn da schiefgelaufen? Worauf, worauf hat man sich denn äh, da, oder wie hat man sich da so verspekuliert, dass man sagt, oh, die haben da einen schon Mist gebaut? Wenn ich eine Firma habe, was auch immer, ich habe jetzt eine, äh, keine Ahnung, eine Baufirma, so, ich weiß, ich muss im, im Jahr eine Million einnehmen, dann stelle ich nicht zwei Millionen äh, Angestellte ein. Wunder mich denn, dass ich eine Million minus mache? Das funktioniert doch nicht. Also, das ist mir ein Rätsel, das ist mir einfach ein Rätsel. Klar musst du äh, irgendwie äh, Spieler kaufen, um halt die Bundesliga zu halten, gar keine Frage. Aber auch das haben wir ja nicht gemacht. Also nicht so, dass wir jetzt in letzter jahr wieder 30 Millionen für neue Spiel ausgegeben haben oder 40 Millionen, um die Klasse zu halten. Da war jetzt ein Konga bei mit 5 Millionen, okay. Der Rest war alles äh, günstig gewesen im, im letzten Song. Ja. Also ich verstehe diese. Wer da was falsch hat, würde mich interessieren. Ich würde gerne. Ja, mal vor allem, wie viele Leute da was falsch gemacht haben. Es kann ja nicht sein, dass eine Person da äh, zuständig ist. Da müssen ja eine Menge. Das ist ja das, was wir schon oft gesagt haben. Wieso gibt es da keine Gremien, die sagen, wir können das so nicht machen? Wir müssen da eine Sicherheit zurücklegen. Warum zahlen wir nicht äh, die Anleihe erstmal zurück? Ansonsten sind wir nächstes Jahr am Arsch und so. Es sind halt äh, Fehler gemacht worden, die kannst du eigentlich überhaupt nicht nachvollziehen, wie sowas funktionieren. Soll. Also wie viele Leute da gepennt haben, mehrere Jahre Jahre lang, ist äh, unglaublich. Es müssen also Sachen passiert sein, die man nicht vorhersehen konnte. Oder anders eingetreten, als man kalkuliert hat. Das Corona. Ist, kalkuliert. Ja, das war im ersten Jahr, vor drei Jahren so, okay. Wenn, Wenn dann 10, 20 Millionen mehr Minus als wir planen, okay. Aber wir sind bei 70 Millionen, und das zwei Jahre nach Corona. Ja, und wir, davor waren wir ja, ich glaube auch zwei, ich glaube, wir haben ja zwei Jahre in Folge. 60, 70 Millionen Verlust äh, pro Jahr. Das ist ja unfassbar. Halt Spieler und, und Gehälter, die viel zu teuer sind. Und du sagst genau, also, du sprichst mir aus dem Herzen im Endeffekt. Äh, es ist unvorstellbar, dass dann auch noch äh, Verträge sich äh, automatisch verlängern sollten und da so eine äh, Paragraphen reingeschrieben wurden. Das Geld trotzdem immer noch weiter rausgehauen wurde für sinnlose. Markenbotschafter und weiß ich was alles. Das ist also unglaublich. Weil natürlich musst du dann natürlich sehen, so ich muss jetzt Personalkosten abbauen und zwar richtig krass. Also völlig strange. Ähm, Felicio hat äh, völlig rechnet. Ich verstehe auch nicht, wie sie jetzt äh, auf 14 kommen, weil bei 10% bei einer Summe von 40 Millionen komme ich auch äh, auf viereinhalb vielleicht. 4,2 Millionen und das in zwei Jahren wären auch 8,5. Ich weiß jetzt nicht, wie sie jetzt auf 14 Millionen Verlust kommen. Weißt du das? Nein, ich, naja, vielleicht. Ne. Insgesamt würde das zahl's zahl's 14 ja, Millionen Euro kosten. Du zahlst ja 10,5 Prozent PA, also per Anno also pro Jahr. Mhm. Wie du sagst, sind dann äh, 4,2 Millionen. Zwei Jahre, ach ja, keine Ahnung. Ähm, da muss noch was dabei vielleicht, sein, keine Ahnung. Vielleicht gibt es ein Signing-Fee oder so, dass sie sagen, dafür gibt es noch ein auch. Keine genau, man weiß es, weiß, weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, krass auf jeden Fall. Es ist, äh, es ist äh, immer noch spooky ähm, hm. und man weiß jetzt nicht so, was der richtige Weg ist. Also ich habe mit Tom da ja auch drüber geredet. Ähm, du kannst natürlich nicht alles auf einmal ändern. Ne? Das ist halt das Problem. Ne? Du kannst jetzt nicht Du versuchst, die Spielergehälter zu reduzieren, du probierst, die teuren Spieler zu Geld zu machen. Ähm, du musst das alles runterfahren, dann hast du weniger Einnahmen durch Werbegelder, Fernsehgelder. Dann auch noch die Anleihe zurückzuzahlen, vielleicht denken sie halt auch so, wir verlängern das, egal, auch wenn es uns viel Geld kostet, damit wir aber trotzdem noch eben einen gewissen äh, Spielraum haben, jetzt die nächsten zwei Jahre, auch wenn wir vielleicht nicht aufsteigen. Um das vielleicht abfedern zu können, ne? kann ja auch sein. Nur nochmal, um sich das deutlich zu sagen, ich rede jetzt nicht davon, dass die aktuelle Führung Fehler macht, sondern die Fehler sind ja vorher passiert. Ähm, die Gehälter, die jetzt, die wir jetzt ausbauen müssen, die haben andere abgeschossen. Die haben selbst noch, also, die hatten Brez oder teilweise noch einen Bobic äh, abgeschossen. Ähm, die Führung, die Präsidium, was jetzt da ist, versucht jetzt, das irgendwie zu retten, was zu retten ist. Ich mache der aktuellen Führung gar keinen Vorwurf, ganz im Gegenteil. Ich finde, dass die gerade sehr, sehr viel versuchen. Ich kann, wie ich bin ja steckt ja auch nicht drin und ich weiß nicht genau, was für eine Option es gegeben hätte oder, aber ich bin mir sicher, dass die aktuelle Präsidium das Bestmögliche tut, was sie tun können. Und was sagst du dazu, dass, äh, ja, da sind ja Vorwürfe laut geworden, dass eben, ähm, Gegenbauer und auch Schiller ja auch diese Saison eigentlich schon eingetütet hatten, die Finanzierung sicher gemacht hatten mit einer eben einer Ablöse der jetzigen Anleihe durch einen neuen Kredit irgendwie und äh, äh, dass Kreditlinien äh, halt nicht verlängert wurden, deswegen unsere Kreditwürdigkeit bei den Banken deutlich geschrumpft ist irgendwie. Das wäre dann äh, schon unserer jetzigen Führung zuzuschreiben. Also Kai hat ja mal gesagt, auf äh, der letzten Mitgliederversammlung, dass er versucht, neue Wege zu gehen, dass er eben genau dieses äh, Kredit, weiter Kredit und nochmal neuer Kredit, äh, dass er eigentlich versuchen würde wollen, einen sauberen Schnitt zu machen und irgendwie äh, in bessere äh, Zahlen zu kommen. Ich glaube auch nicht, dass äh, ein Gegenbauer Olten Schiller. Einkalkuliert haben, dass wir absteigen, denke ich. Also, da haben erstmal nochmal 25 Millionen extra on top, die garantiert nicht kalkuliert waren. Wenn du weniger Einnahmen hast, hast du automatisch schlechtere schlechte Kreditlinien, weil du halt weniger Einnahmen hast, keine Frage. Ich glaube, wir können ja hin und her spekulieren. Also, wir werden es nicht erfahren, denke ich. Die Presse wird hier und da was Aber was haben wir jetzt für eine Wahl? Also, im Prinzip müssen wir hoffen, dass die, die da sind, das Beste machen, daraus. Und äh, gucken, dass wir. Uns vielleicht auf das Sportliche konzentrieren und da hoffentlich erfolgreich sind. Ja, das müssen wir wirklich hoffen, weil ähm, ich fürchte, so ähm, jetzt sind wir mit dem blauen Auge davongekommen mit der Lizenz, aber ähm, das wird die nächsten Jahre noch äh, sonst ein richtiger, ein richtiger Thriller. Ähm, ich, das hängt ja von ab, was wir verkaufen. Wenn wir geile Verkäufe machen und jetzt, ich sag mal, 60 Millionen einnehmen würden, weil das utopisch ist oder hochgegriffen ist, ich weiß, aber dann hast du auch im nächsten Jahr erstmal nicht so viel Stress, glaube ich. Also die, die Haushaltspläne, die jetzt ab, äh, beschlossen wurden im Frühjahr, die greifen ja erst ab der kommenden Saison. Naja, aber du hast ja noch ein paar laufende Verträge, die du auch noch bedienen musst. Ja, also, das ne? der Punkt. Auch die, die ganzen Leute, die jetzt weg. gehen, die musst du ja erstmal abbezahlen. Also auch da werden wir noch ein richtig fettes Minus Kriegen. Freddy Bobbage ist noch nicht ausgelöst. Ähm, die ganzen Berater, Duffy, alles, alles passt, ist, ja. sind ja mega viele Leute. Selbst wenn du jetzt sagst, du speckst jetzt alles ab, musst du es ja erstmal zahlen. Und aber lass doch mal jetzt Glück haben und Luke Back äh, und Piontek für 8 Millionen loswerden. Dann hast du genau die Gelder, die du da losgesetzt hast, da drin. Besser als wenn du die Vertrag auflösen musst, weil keiner ja. ihn haben will. Das sind ja, also es gibt ja genug Möglichkeiten, das noch wieder gut zu machen oder das wieder auszugleichen. Ja, so. du, spielst jetzt von, du, du sprichst jetzt von den Spielern, aber wir haben ja auch äh, intern im Club äh, die ganzen ja. Berater, äh, Kaderplaner, äh, Manager, Trainer. Alles gut, also wenn du jetzt für 8 Millionen verkaufst, nimm mal als Beispiel: Verkaufst Piontek für 8 Millionen? Dann kannst du über diesen 8 Millionen kannst du alle ablösen, für Bobic etc. alle bezahlen. Wenn du piontek nicht verkauft kriegst, weil keiner einen haben möchte, weil keiner für Geld bieten möchte und du musst den Vertrag auflösen. Kostet dich die 3 Millionen. Also, das sind ja so kleine Nuancen, die das alle wieder gut machen könnten, wenn du ihn vernünftig verkaufst. Deswegen sage ich ja, dass die Transfers jetzt, die jetzt kommen, wichtig sind, sowohl die einen als auch die Verkäufer. Die sind sehr, sehr wichtig. Aber auch, man muss halt, das ist noch ein riesen ein Berg, der vor uns liegt, damit wir erstmal diesen ja. Weg überhaupt machen können. Ne? Und da ist es halt natürlich schon wichtig. Wenn du jetzt die ganzen Spieler natürlich veräußern musst, dann hast du halt noch die ganzen Zahlungen, die du noch, also die musst du ja noch bedienen, also die ganzen Einigungen mit den ganzen Leuten, die jetzt ihren Vertrag aufgelöst bekommen haben. Und dann hast du das Sportliche und du hast immer noch die Anleihe, die vor dir steht dann, die ist halt nächste Saison dann nur noch ein Jahr weg, bevor sie so wieder ablösen musst. Ähm, da hast du dann schon... Ähm, Druck auf dem Kessel, sag ich mal, dass du halt auch in die erste Liga zurückkommen musst irgendwie. Am besten im ersten Jahr, spätestens ja. aber im zweiten. Ja. Also es wird richtig spannend werden, das ist schon mal klar. Ich bin aber irgendwie, ihr wisst ja sowieso, wie ich bin, aber so, ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe ein gutes Gefühl für die neue Saison und auch die zweite Liga. Klar, wir haben bis jetzt ein paar Jahre. Auch muss man auch sagen, natürlich wir haben ein Scheiß-Manager gab, ein Scheiß-Kader, eine Scheiß-Kader-Zusammenstellung. Aber es ist natürlich auch vieles wirklich denkbar schlecht gelaufen, muss man sagen. Also es ist immer das Worst Case bei uns eingetreten. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass wir auch mal ein bisschen Glück wieder mal haben und jetzt nicht mit einer Niederlagenserie starten, sondern eventuell genau das Gegenteil, was uns keiner zutraut, dass wir einfach mal Gut in die Saison starten, nach, nach vielen Jahren wieder mal und dadurch Selbstbewusstsein aufbauen, weil auch das kann, glaube ich, einer jungen Mannschaft äh, mit Spielern mit Potenzial, die aber noch nicht so eine Erfahrung haben, aber auch einen tierischen Drive geben, wenn du halt in den ersten Spielen Selbstbewusstsein ja. aufbaust, dann kann auch alles Selbstläufer werden. Ne? Ja, ich freue mich auch auf die Saison und ich hoffe, dass wir einen geilen Kader haben, einen jungen Kader, mit dem man äh, sich identifizieren kann. Ähm, dass wir einen guten Start in den ähm, eine Euphorie entfachen können, die jetzt, glaube ich, eigentlich unbegründet schon da ist. Also unbegründet vom Sportlichen aus, ja, meine ich. Ähm, ich glaube, wie mich per spreche, alle sind euphorisch, alle sind äh, freudig gespannt darauf, wie die neue Saison wird. Äh, es werden mehr Dauerkarten erkauft werden als letzte Saison, es werden mehr VIP-Karten erkauft werden als letzte Saison. Ähm, selbst Sponsoren, ich rede jetzt nicht Hauptsponsor leider, aber äh, selbst Sponsoren kommen jetzt plötzlich mehr dazu, als es noch in der letzten Saison war. Ich glaube, dieser Berliner Weg, den wir jetzt einschlagen, der findet äh, Freunde und äh, Absolut. Befürwortung draußen in Berlin und Umgebung. Ähm, jetzt muss der Weg immer funktionieren. Ich denke, dass der Weg der richtige ist, dass es ein geiler Weg ist. Und wenn er jetzt noch funktioniert, dann ist es bombastisch. Absolut. Also, das ist wirklich erstaunlich. Also, ich habe ja erzählt, ich habe ja auch hier ein äh einen coolen äh, Freund ähm, bei mir ähm, bei der Arbeit, dessen beiden Söhne äh, ja, sehr, sehr talentierte Fußballer sind. Einer äh, spielt bei RB Leipzig in der Jugend, hat gerade seinen ersten Profivertrag angeboten oder halt bekommen. Der andere äh, spielt noch, glaube ich, bei den Füchsen oder ja, doch bei den Füchsen und äh, Leipzig will ihn haben. Er war gerade bei Bayern beim Probetraining, das ist 14 oder 13 oder so. Mhm. Und Hertha will ihn auch haben. Und die ganze Zeit hat er gesagt: so, Hertha ist keine Option, aber jetzt hat sich das irgendwie total gedreht, weil er hat früher einmal gesagt, so für seinen Sohn er sieht er ja keine Perspektive, weil wir haben eine gute Jugendarbeit, die greift aber irgendwie bei uns scheinbar erst ab 15 oder so, weil wir davor äh, keine Bambini-Mannschaften haben wohl. Ähm, und jetzt ist es so, dass äh, Herr wohl auch von RB Leipzig einen sehr guten äh, Jugendcoach abgeworben hat für unsere Akademie. Jugendkoordinator. Jugendkoordinator. Und das kommt bei allen da sehr gut an irgendwie. Also sowieso natürlich Pablo Tiam auch äh, guter Mann in der Akademie. Äh, und jetzt die Chance natürlich, dass die Leute bei uns die Perspektive haben, viel Einsatzzeiten zu kriegen in der Mannschaft. Das äh, gibt vielen ein gutes Gefühl. Also, das könnte, könnte es komplett drehen, alles nur, wirklich. Also von, von der Passion der Fans genauso ja. wie, dass junge Leute zu uns kommen wollen. Also, insofern hast du recht, da machen wir hoffentlich eine Menge richtig. Ich habe ihm auf jeden Fall gesagt, das ist keine Frage. Meine, er muss ich seinen Sohn. Strom Akku ähm, äh, er, er muss seinen Sohn zu Hertha schicken, das ist ja wohl ganz klar. Schlechte Erziehung, wenn man zu den Dosen hat. Das, ich und ihm und auch das gesagt. kann die richtige Lösung ähm, sein. Es gibt nur diese eine Wahl. Ist dein Strom <laughs> ausgefallen, klar, oder wie? Mein Kein Problem, wir sind eh äh, am Ende. Wir wollten ja eh nur bis Viertel nachmachen. Nein, ich mein, mein Akku ist gleich tot. Na, dann sage ich schon mal Tschüss, mein Schatz. Oha. Ist er schon weg? So. Dennis, hörst du mich noch? Nee, ich bin ja da. Ich, Super. Ich höre dich, aber ich versuche gerade den Akku, äh, Akku ran zu stecken. Hast, hast, hast du dein Netzteil bekommen? Ja, sag auch wir wir Fang mehr hier um Scheiße. Ay 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 ich renne mal schnell runter, warte. Es ist Noch ein, ein Prozent. Es ist ein Krimi. Ey, ich sag schon mal Tschüss, sonst. Ich sag schon mal Tschüss. Ich, da, ich, da, ich wir, wir verabschieden uns schon mal, falls er weg ist von, von Dennis. Sein Krimi. Ich gut. Oh, sehr gut. Ich sehe jetzt nur Einzelbilder. Es ist Boah. eine Spannung. Da ist er. Strom gesichert Ich bin wieder da mit Strom. Yes! Jawohl. Sehr gut, sehr gut, ich, sehr, gut will sehr gut. Ich will dich erst entlassen mit einer letzten Frage, die ich mal loswerden will. Bitte. Ich muss noch eine letzte Frage loswerden. Bitte, bitte, bitte. Äh, Sonntag ist Pokalauslösung. Yes. Wunschlos. Wunschlos für erste Runde Pokal? Genau. Na, Braunschweig. <lacht> 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 hm. Wunschlos. Oh. Und, und im Ernst? Im Ernst? Was machbares. Also einfach, ehrlich gesagt, ich fände es jetzt dieses Jahr ganz geil, weil wir jetzt mal ein bisschen demütig sind und nicht sagen werden, wir wollen ins Finale wahrscheinlich, dass wir ein leichtes Loskriegen, um uns einzuspielen, irgendwie gut. Ach nee, da ist ja die, da haben wir ja schon ein paar erste äh, Zweitligaspiele hinter uns. Da sind wir ja schon wow. im Saft wahrscheinlich. Also. Ich Sag mal jetzt nicht unbedingt Union Berlin erste Runde. Geht ja nicht. Wir Wieso? sind ja Profitopf. Achso, wir als erstes ist Lostopf immer äh, Amateure. Ja, dann, also alle, dann gib uns irgendwas, irgendwas Witziges am Arsch der Welt. Irgendein Pus FC Puse oder sowas. Ansonsten ja, der Rostocker FC ist ja äh, dabei, zum Beispiel. Rostocker FC, ja, warum nicht? Finde ich okay, auf Ist jeden nicht Fall. So weit. Ja. Ist nicht so weit, kann man gut hinfahren, auf jeden Fall. Wäre auf jeden Fall ein gutes Los. Oder Maccabi. Maccabi oder der hallische FC oder sowas, ganz um die Ecke. Alles, alles gut. Hauptsache wir kommen mal eine Runde weiter irgendwie. Dann muss es Mäuselwitz sein, schreibt gerade HK. Energiekottbus. Nee, das wäre schwierig, glaube ich. Für die erste Runde ich den Schwierig los. Ja, ich glaube auch. Das, da habe ich, hab ich gleich ein schlechtes Gefühl auf jeden Fall. Aber Eintracht ja. Braunschweig, äh, die spielen auch noch dritte Liga, ne? Oder sind die aufgestiegen? Die sind in der zweiten Liga. Äh, ich weiß nicht, ob so Die letzten vier sind ja im Amateurtopf drin. Also die drei Absteiger oder die drei Abstiegsplätze plus der Viertletzte. Ich weiß nicht, ob Braunschweig viertletzter gewonnen ist. Geht gar nicht. Ich muss das auch nicht sein, aber gegen die haben wir auf jeden Fall noch was gut zu machen. In noch zweite Runde, dann. Ah, wann ist äh, Auslosung am Sonntag? Sonntag, ich glaube, 18 Uhr von dieser Stabbruchspringerin. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ah, okay. Dann der BFC Dynamo. Ach du Scheiße. Nee, ist auch nicht bei, weil Makabi ja bei ist. Ach ja, sehr gut. Ja, lass uns, äh, äh, wir werden äh, uns überraschen lassen. Ähm, das soll es gewesen sein. Es war ein sehr schöner Talk mit dir, wie immer. Das kann ich nur zurückgeben. Küsschen, wir sehen uns nächsten Dienstag. Und ähm, ja, ich glaube, doch, wir sehen uns nächsten Dienstag. Da drauf ist ja erst hier Toms XXL Stream, glaube ich, am Wochenende. Da werden wir uns wahrscheinlich auch sehen, denke ich mal. Machen wir. Gut, dann grüßt die Familie. Liebste Grüße. <laughs> Ey, liebste <laughs> Grüße an euch. Huhuhu. Und äh, macht's gut. Howie. Howie. Bis dann. Tschüss. So. Dennis ist weg. Etwa ein Fest wie immer mit euch. Leute, schön, dass ihr zugeguckt habt. Ich werde jetzt nach unten gehen. Zieh mir noch ein Eis rein, glaube ich. Jetzt habe ich wieder Bock auf Eis nach äh, zwei Wochen. Zwei Wochen nach dem Salmonellen-Desaster. Und ähm, dann gucke ich, glaube ich, noch. Eine Folge Trash-TV und bereite mich auf das Gespräch morgen mit Tom vor, was ja immer so unprofessionell ist mit dem. Ach, mit dem kann man nicht ernst reden, einfach. <laughs> nee, ich freue mich natürlich drauf. Wir sehen uns morgen, 19 Uhr. Der arme Tom wird äh, arm, weil er schon um 19 Uhr in den, äh, in den Stream kommen muss. Aber dafür kann er ja dann 20.30 Uhr seinen Stream aufmachen. Also... Chiert schön äh, zu Felicio. Ich gucke gerade mal, ist der schon. Ist der schon online? Nee, ne? Nee, ist noch nicht online, sonst hätte ich euch jetzt rübergeradet. Also, macht es, gut. Kuss auf eure Augen, auf eure Seelen. Danke für eure Unterstützung auf jeden Fall. Und wir sehen uns morgen. Tschüssel, tschüssel, tschüssel. Auf den Rüssel. Tschö. Mit Öl. Ach, Mucke mach ich noch an. Äh, yes. Ciao! Die Sonne kommt zurück und scheint für dich. Wisch dir die Tränen aus den Augen, lass die Hoffnung nie vergehen. Alte Wunden.